Unser Planet hat viel mehr zu bieten als nur süße, kuschelige Tiere und wunderbar bunte Blumen. Er ist auch mit furchterregenden Wesen bevölkert, von denen wir lieber nicht wissen wollen, dass sie existieren. Halt dich an deinem Stuhl fest, denn wir zeigen dir 16 Tiere, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Versuch nicht zu schreien. Nummer 16. Das Ranking beginnt. Wir beginnen mit einem Tier, das nur um Iran lebt. Wer also nicht vorhat, bald in Urlaub zu fahren, findet dieses Exemplar sicher nur auf Bildern, worüber er sehr erleichtert sein kann. Bei dem Tier handelt es sich um die Spinnenschwanzviper. Diese Schlange lockt ihre Opfer an, indem sie sie glauben lässt, dass ihr Schwanz eine Spinne sei. Die armen Vögel glauben, ihr Abendessen vor dem Schnabel zu haben. Aber sie selbst werden das Hauptgericht auf einem anderen Teller. Nummer 15. Das Meer ist voller Kreaturen, von denen wir Menschen kaum wissen, dass sie existieren. Die riesigen Ozeane sind Heimat von unbekannten Schrecken der Tiefe. Und die wenigsten dieser Tiere können wir uns auch nur in unseren tiefsten Träumen vorstellen. Fischer wurden einst Zeugen eines beunruhigenden Ereignisses. Sie sind einem weiteren Tier auf unserer Liste begegnet. Ein riesiger Sägefisch ist in ihren Netzen stecken geblieben. Es ist unglaublich, dass solche Tiere auf unserem Planeten leben, ohne dass wir etwas über sie wissen. Nummer 14. Kaum jemand mag Ratten. Wahrscheinlich, weil sie die Pest übertragen haben, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung getötet hat. Aber das nächste Tier ist nicht wie die Ratten, die du bereits kennst. Es ist wie eine Ratte ohne Fell, der sogenannte Nacktmull. Er ist ein Nagetier, das aussieht, als wäre es direkt aus der Hölle gekommen. Es wird über 30 Jahre alt und wird von vielen Alterserscheinungen verschont. Der Albtraum bleibt dir also ein halbes Leben. Glücklicherweise lebt dieses beunruhigende Wesen nur in Afrika und versteckt sich in unterirdischen Tunneln. Je weiter unten, desto besser. Nummer 13. Während der Ferien wollen wir uns entspannen und ausruhen. Aber das ist kaum möglich, wenn wir eine Wanderung auf einem Inselparadies unternehmen und mutierten Krebsen begegnen. Wenn du dachtest, dass nichts deine Reise nach Südostasien ruinieren kann, dann kennst du die Nummer 13 auf unserer Liste noch nicht, den Palmendieb. Diese riesigen Krustentiere haben Scheren, mit denen sie sogar Kokosnüsse als Nahrung knacken können. Die gute Nachricht ist, dass sie Vegetarier und größtenteils friedlich sind. Die schlechte Nachricht ist, dass sie manchmal für Taranteln gehalten werden. Nummer 12. An den Küsten von Chile und Peru lebt ein seltsames Wesen. Nach außen sieht es aus wie ein einfacher Stein. Aber innerlich blutet es. Die Einheimischen nennen es Piure. Und es ist essbar. Ja, du hast richtig gehört. Das rote Fleisch wird für Eintöpfe und andere Gerichte verwendet. Igitt. Nummer 11. Da wir gerade von Wesen aus dem Meer sprechen, dürfen wir natürlich die Fische nicht vergessen. Aquarien haben uns getäuscht. Nicht alle Fische sind schön. Die meisten Fische, die du kennst, sind sicher so hübsch wie zum Beispiel Nemo oder landen als leckere Mahlzeit auf deinem Teller. Aber es gibt noch viel über den Ozean zu lernen. Wir sprechen hier von einem besonderen Wesen, dem gestreiften Seewolf. Sein Maul ist voller furchterregender Reißzähne. Wenn du ihm in die Quere kommen solltest, ist es empfehlenswert, schnell wegzuschwimmen. Selbst Fischer gehen vorsichtig mit ihm um, denn nachdem er gefangen wurde, beißt er manchmal wild um sich. Nummer 10. Ein Tintenfisch mit Tentakeln ist in Ordnung. Aber dass es sich um einen Landbewohner mit Tentakelmaul handelt, ist schon beunruhigend. Achtung bei der nächsten Kreatur, die gerade jetzt Löcher in dein Haus reißen könnte. Wir sprechen über die Nummer 10 auf unserer Liste. Den Sternmull. Weil er blind ist, nutzt er seine Tentakel, um die Umgebung zu erkunden. Es spielt also keine Rolle, ob du dich in einer dunklen Ecke versteckst oder nicht. Denn dieser kleine Kerl wird dich sowieso finden. Die Wunder der Natur sind manchmal zweifelhaft. Nummer 9. Wanzen haben einen sehr schlechten Ruf. Sie sind ungebetene Hausgäste und es ist sehr schwierig, sie wieder loszuwerden. Aber sie leben nicht nur an Land. Und ihre Verwandten im Meer sind noch schrecklicher. Riesige Wasserkäfer bewohnen die Flüsse und Süßwasserbecken. Sie können bis zu 12 cm groß werden. Was du auf dem Bild siehst, ist ein Männchen, das die Eier seiner Jungen trägt. Ein guter Vater, aber auch ein sehr gruseliger. Nummer 8. Und wir kommen der Nummer 1 immer näher. Wenn dir das Wort Aal die Haare zu Berge stehen lässt, hast du noch längst nicht alles gesehen. Aale sind längliche Fische, die sich wie Würmer durch das Wasser bewegen. Und sie haben einen gruseligen Verwandten, die Muräne.
Ihre scharfen Zähne sehen aus, als wären sie aus Glas. Und sie können ganze Fleischstücke aus den Körpern ihrer Opfer reißen. Ihre Haut ähnelt der eines Tigers. Und sie versteckt sich hinter Felsen, um ihre Beute zu verfolgen und zu verschlingen. Nummer 7. Selbst die hässlichsten Lebewesen verdienen es, von einer Mutter geliebt zu werden. Sei also nicht überrascht, den nächsten Horror auf der Liste zu sehen. Eine Tausendfüßlermutter, die ihre geliebten kleinen Eier umarmt. Das Bild ihrer dutzenden Beine und der durchsichtigen luftballonartigen Eier ist ebenso beunruhigend, wie es seltsam zart ist. Nummer 6. Aber als ob das nicht schon genug visuelle Folter wäre, das nächste Tier wird dich erstarren lassen. Es ist ein Parasit, der sich mit Zähnen und Krallen an der Zunge von Fischen festsetzt. Sein Zweck ist gruselig: Blut aus der Hauptschlagader zu saugen, um sich zu ernähren. Dieser zarte Käfer heißt Zymotoa exigua und lebt im Pazifik. Die Fische, die diesen unerwarteten Parasiten auf der Zunge haben, setzen ihr Leben ganz normal fort, bis die Zunge abstirbt und der Parasit sie ersetzt. Nach ein paar Jahren werden Parasit und Fisch unzertrennliche Freunde. Nummer 5. Wie wir dir einige Bilder zuvor erzählt haben, birgt das Meer einige der größten Geheimnisse dieses Planeten. Und wir versichern dir, dass es Rätsel sind, die wir lieber nicht lösen wollen. Im gigantischen blauen Ozean schwimmen Kreaturen, die aussehen wie aus einem Horrorfilm. Wie diese Tiere namens Neunaugen, die keinen Kiefer haben und bei denen du sicher dankbar bist, dass du sie bisher nicht kanntest. Neunaugen gibt es seit prähistorischen Zeiten und sie leben sowohl im Meer als auch in Flüssen oder Seen. Sie leben als Parasiten und saugen sich an anderen Fischen fest. Denk also zweimal nach, bevor du ins Wasser gehst. In Galizien und Portugal gelten sie übrigens als Köstlichkeit. Nummer 4. Pass auf, dass du bei der nächsten Kreatur keine Gänsehaut bekommst. Ihr Name ist Loa Loa und sie ist ein länglicher Parasit. Ihr Zuhause sind nichts anderes als deine Augäpfel. Dieser Wurm wird von afrikanischen Bremsen auf Menschen und andere Tiere übertragen. Einmal in ihrem Wirt untergebracht, können sie eine vollständige oder teilweise Erblindung verursachen. Die gute Nachricht ist, dass der Wurm chirurgisch entfernt werden kann. Aber wenn die Ärzte ihn nicht erwischen, bohrt er sich nur noch tiefer in den Augapfel hinein. Nummer 3. Wir sind jetzt auf der Zielgeraden. Welches Tier glaubst du kommt mit einer Medaille auf das Treppchen? Wie der vorherige Kandidat ist auch die Nummer 3 ein Parasit. Die bekanntesten sind Flöhe oder Läuse. Aber um die wirklich schrecklichsten von ihnen zu entdecken, muss man ein wenig Acht geben. Wenn du dachtest, die Zombie-Apokalypse sei noch nicht gekommen, ist das hier der Beweis für das Gegenteil. Das ist eine Käferlarve, die von einer asiatischen Wespe gestochen wurde. Die Wespe legt ihre Eier in die Larve und ihre eigenen Larven wachsen darin. Um zu überleben, ernähren sich die Wespenlarven von Eingeweiden, bis der Wirt stirbt. Das Ergebnis ist dieses Bild aus der Hölle. Guten Appetit! Nummer 2. Der Gewinner der Silbermedaille ist ein Hai, der tief unten im Meer lebt. Wegen der seltsamen Form seines Kiefers wurde er Koboldhai genannt. Und nein, er ist nicht so gefährlich wie der weiße Hai, aber sein Körper sieht aus, als käme er direkt aus einem Albtraum. Er ist der perfekte Jäger, schnell und gefährlich. Sieht man diese Kreatur einmal, vergisst man sie so schnell nicht wieder. Koboldhaie sind zwischen 2 und 6 Meter lang und hellrosa gefärbt. Zum Glück kommen sie meist nicht an die Oberfläche und leben ruhig in tausenden von Metern Tiefe. Zumindest ist das eine Erleichterung. Nummer 1. Es war eine lange Reise vom 16. Platz in der Liste bis zur schrecklichen Nummer 1. Von allen Tieren, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen, ist das letzte zweifellos das Schlimmste. Aber der Schein trügt. Es ist kein riesiges Insekt oder ein Wesen voller Tentakel, sondern ein zarter kleiner Flussfisch. Aber es kann sich in deinen schlimmsten Albtraum verwandeln. Dieser Wels ist ein kleiner Fisch aus dem Amazonas, der durch die Genitalien der Menschen in deren Körper eindringt. Du hast dich leider nicht verhört. Der Fisch schwimmt in die Harnröhre und verhakt sich dort. Deswegen nennt man ihn Harnröhrenwels. Aber warum sollte es einen solch seltsamen Fisch in einem Fluss geben? Dieser kleine Schwimmer wird vom menschlichen Urin angezogen. Er kann aber in der Harnröhre nicht überleben. Er quält also seinen menschlichen Wirt nicht absichtlich. Aber aus seiner Sackgasse kommt er leider nicht mehr heraus. Das Schrecklichste folgt aber noch. Im Todeskampf verhakt er sich im Körper, wo er dann stirbt.
Der Leichnam dieser Fische kann nur durch eine Operation wieder entfernt werden. Weil diese Kreatur für den Menschen am schmerzhaftesten ist, landet sie auf Platz 1 unserer Rangliste. Welches dieser Tiere fandest du am erschreckendsten? Schreib uns einen Kommentar dazu. Und wenn dir das Video gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch, teile das Video mit deinen Freunden und abonniere unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal!